Es kotzt mich an, dass die Werbeindustrie es geschafft hat, unseren Kindern geschrotete Kekse als Frühstücksmüsli schmackhaft zu machen. Ich zeige euch mal, was in so einem Müsli drin ist. Das sind ungefähr so 100 Gramm Haferflocken. Das ist Zucker. Als Kind habe ich früher immer, sagen wir mal, Schnecks gegessen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie viel Zucker in 100 Gramm Schnecks drin sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Plus, dann kommt ja noch die gute Milch dazu, die Vollmilch bei, keine Ahnung, sagen wir mal 300 Milligramm, wird es ungefähr so viel sein an Fett. Und jetzt überlegen wir uns, ob wir das unseren Kindern jeden Morgen geben wollen oder nicht vielleicht doch denken, okay, es sind Kekse, die können wir vielleicht einmal die Woche essen, aber bestimmt nicht jeden Morgen zum Frühstück.